und ganz herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Sozialmagazins des DAK-Kreisverbandes Fleming-Spreewald. Wir sind diesmal zu Gast in Jüterbock. Es soll um das Ehrenamt gehen, ganz genau um den Bereich Bereitschaften und Katastrophenschutz. Und der beste Ansprechpartner dafür ist der Kreisbereitschaftsleiter, Herr Detlef-Pudlitz. Hallo. Schönen guten Tag. Und wie immer auch mit dabei der Kreisverbandsvorsitzende Harald Aberzwick. Grüß auch Sie, hallo. Genau, schönen guten Tag. Herr Pudlitz, das müssen Sie erstmal vielleicht zum Einstieg etwas genauer erklären. Was sind Bereitschaften und was ist Katastrophenschutz? Die Bereitschaften ist die älteste Gemeinschaft im Deutschen Roten Kreuz, die von unserem Gründer, Herrn Rédinand, hervorgerufen worden ist. Der hat damals die Idee gehabt, zu helfen auf dem Schlachtfeld, und das waren die Bereitschaften vom Prinzip. Die haben sich dann in den Jahren entwickelt zu unterschiedlichen Bereichen, ob man die Rettungshundestaffel nimmt. Wir haben zum Beispiel auch eine Motorradstaffel, der Sanitätsdienst bei Veranstaltungen, der Sanitätsdienst bei der Ausbildung, alles das. Und natürlich dann später der Katastrophenschutz, der dazugekommen ist, als eine große Hauptaufgabe, ist Bereitschaftsarbeit. Wir schauen dann gleich nochmal etwas genauer hin, was Sie machen, zeigen Ihnen nun aber erstmal unseren ersten Bericht, und da geht es um die 10.000. Blutspende. Für sie war es eine ganz normale Blutspende. Dass Silvia Winzer die 10.000. Blutspenderin im Landkreis Teltow-Fleming im Jahr 2011 ist, hätte sie wohl selbst nicht gedacht. Die in der Kreisverwaltung in Luckenwalde tätige Jüterbockerin spendet seit vielen Jahren Blut. Für sie ist es eine einfache Möglichkeit zu helfen. Das ist heute meine 33. Spende, und ich mache es halt aus dem Grund, weil man ja einfacher gar nicht helfen kann, und ich brauche nicht viel dafür machen, bloß stilllegen. In dem Sinne ist es ja wirklich einfach. Blutspenden ist eine oft lebenswichtige Hilfe für Menschen, die auf eine Blutkonserve angewiesen sind. Und die Spende selbst ist einfach. Der Besuch einer der zahlreichen Blutspendemöglichkeiten ist hier der erste Schritt. Dann wird man zunächst dort seine Personalien registriert, um die Identität zu sichern des Spenders, auch die Anschrift und Ähnliches. Das ist die Aufnahme. Dann wird ein kurzer Test gemacht, ob zum Beispiel ausreichend Blut vorhanden ist. Das ist dieser sogenannte B-Test. Wird den Finger gepiekt oder ein Ohrläppchen, kann man sich aussuchen. Es wird die Temperatur bestimmt, dann macht der Arzt nochmal eine entsprechende Rückfrage zu diesem Fragebogen, den der Spender auszufüllen hat. Das sind ein paar Fragen zum medizinischen Hintergrund. Dann geht man schon zur Entnahme. Die Entnahme dauert etwa zwischen 5 bis 10 Minuten maximal. Und der Einstich in der Armvene ist in der Regel von allen Spendern als schmerzlos gesagt. Das gespendete Blut wird gekühlt gelagert und geht dann umgehend in die weitere Verarbeitung. Vorab wird das Blut aber noch genauestens untersucht. Das heißt, wir prüfen, ob in dem Blut des Spenders bestimmte Viren vorhanden sind, Hepatitis A, B, C, HIV, natürlich auch noch die Blutgruppe, Antikörper und. Es gibt eine ganze Latte von Sachen. Und wenn das alles in Ordnung ist, wird am nächsten Tag in der Regel das Konservenpräparat freigegeben und steht dann zur Verfügung der Krankenhäuser und Arztpraxen. Silvia Winzer sagte gegenüber der Presse: Ich selbst und auch meine Familie waren bislang Gott sei Dank noch nicht auf eine Blutspende angewiesen. Für sie ist das Blutspenden eine Selbstverständlichkeit. Ich mache es halt, weil es eben hier vor Ort angeboten wird. Und seitdem nutze ich die Gelegenheit wirklich regelmäßig. Wir haben eine deutliche positive Entwicklung. Deshalb freuen wir uns ja heute auch, dass wir die 10.000. Spende in diesem Jahr abnehmen konnten. Das ist jedes Jahr etwa 200 bis 300 Konserven mehr. Und der Landkreis Teltow-Fleming ist ein sehr erfreuliches Publikum für uns, weil wir dort eine große Resonanz finden. Das ist in anderen Orten und Kreisen nicht ganz so. Also insofern vielen Dank an die Teltow-Fleminger für ihre Hilfe. Und damit ein weiteres Mal herzlich willkommen hier im Hauptlager des Katastrophenschutzes /Bereitschaften des Deutschen Roten Kreuzes in Jüterbock. Herr Pudlitz, Sie haben vorhin schon mal einen kleinen Umriss gegeben, was eigentlich die Bereitschaften und Katastrophenschutz ableisten. Wie viel und was sind es eigentlich für Menschen, die sich hierin engagieren? Also das sind alles Männer und Frauen im Alter von 16 bis unendlich, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich Dienst tun beim Deutschen Roten Kreuz als Sanitäter, als Ersthelfer, als Rettungssanitäter, als Rettungsassistenten. Je nachdem, ist selten in Fällen auch mal ein Notarzt dabei. Wo sind Sie denn eigentlich im Einsatz? Einsätzen hauptsächlich bei größeren Schadenslagen auf Autobahnen, auf Bundesstraßen, Fernverkehrsstraßen. Natürlich auch, wenn es mal sein sollte, bei Bahnanlagen. Ein großer Schwerpunkt für uns wird sein der neue Flughafen BER.
aber natürlich auch bei Großveranstaltungen oder auch kleineren Veranstaltungen. Es muss nicht immer die große Veranstaltung sein. Herzlichen Dank erstmal, Herr Putlitz, bis hierhin. Herr Zwick, wir befinden uns ja hier im Lager des Katastrophenschutz der Bereitschaften. Das ist ein Lager von mehreren oder das einzige. Wie sieht's aus? Also das Rote Kreuz hat natürlich, um in der Not dann auch helfen zu können, die Notwendigkeit, dass Lager da sind. Und zwar, wir haben drei Stück geplant. Eins ist jetzt hier vollständig fertig, ein zweites in Ludwigsfelde ist im Entstehen und ein drittes wird im Landkreis Dahme-Spreewald eingerichtet werden, um dann tatsächlich für größere Katastrophen auch alles an einem Ort zu haben, ohne eben groß dann zusammensuchen zu müssen. Wie war die Situation vorher? Na, vorher war die Situation eben so, dass die Ortsverbände versucht haben, im Grunde genommen sich irgendwo zu bevorraten und die einzelnen Einheiten sich versucht haben zu bevorraten. Und da haben wir gesagt, also das ist kein Zustand, das soll organisiert sein. Und so haben wir dann beschlossen, drei Lager einzurichten. Dazu mussten dann auch noch natürlich Anschaffungen geschehen und so weiter. Das hat der Kreisverband alles beschlossen. Und wir denken, dass wir damit spätestens Ende nächsten Jahres fertig sein werden. Okay, herzlichen Dank, Herr Zwick. Und wir kommen damit zu unserem zweiten Bericht. Die Wasserwacht Fleming-Spreewald ist dank eines neuen Anhängers mit modernster Spezialausrüstung nun schneller und flexibler im Einsatz. Der Anhänger enthält eine komplette Ausrüstung mit allen notwendigen Utensilien, die im Falle einer Wasserrettung notwendig sind. Also man muss das mal aus mehreren Aspekten sehen. Zum einen ist die bisherige Ausstattung natürlich naturgemäß immer schon etwas älter. Sie ist natürlich auch, das muss man auch sehen, nicht alles auf einem Fahrzeug unterbringbar gewesen. Insofern waren immer mehrere Gruppen im Einsatz und mit der neuen Einheit haben wir natürlich alles auf einem, sodass wir schnell und effizient vor Ort sein können. Das ist das eine, das ist technisch. Das andere ist natürlich die technologische Weiterentwicklung. Das sieht man ja auch an den Einrichtungen, wenn die da drauf sind. Und das dritte ist natürlich auch ganz wichtig. Wir haben eine große Wasserwacht hier bei uns. Wir haben sehr viele Ehrenamtliche, die in der Wasserrettung sich da zeitlich engagieren und für die Allgemeinheit da sind. Und die wollen wir natürlich auch motivieren. Wir mussten das Material immer explizit verlassen, auf das, was gerade war. Ging es um eine Tauchrettung, musste man Tauchmaterial verlassen, also aufladen auf dem Auto, auf dem Hänger. Ging es um eine Bootsrettung, musste man die Boot anhängen. Und war beides, oder man brauchte man beides oder Komponenten von beidem, hatte man das Problem, man konnte es nicht machen. Dieser Hänger hat jetzt alles. Man hat Tauchausrüstung auf dem Hänger, man hat Bootsausrüstung auf dem Hänger, man hat Unterkunft auf dem Hänger, man hat eine Sanitätsstation auf dem Hänger, man kann im Prinzip zu allen Eventualitäten, die man kommt, mit diesem Hänger arbeiten. Der Anhänger selbst kostete 40.000 Euro, inklusive der Ausrüstung erreicht er einen Wert von 100.000 Euro. Finanziert wurde er aus Beiträgen der 8.000 Fördermitglieder, im richtigen Einsatz war er bislang noch nicht. Er war jetzt schon mal, wie gesagt, zu der Deutschlands größten Wasserrettungsübung, der einzige bisher, die stattgefunden hat in Ingolstadt, vom 30. Oktober bis 3. September im Einsatz, hat sich da schon mal präsentieren dürfen, der Hänger, damals zu 3/4 fertig gebaut und hat sich dort schon bewährt. Muss man dazu sagen natürlich, wir haben die kleinen Sachen, die wir noch abgeändert haben wollten, noch abändern lassen, jetzt ist er hier fertig, soll jetzt im Land Brandenburg als ein Fahrzeug der SEG Wasserrettung bzw. des Wasserrettungszuges für das Land Brandenburg in dem Einsatz sein. Ja, am allerliebsten ist natürlich, wenn wir das nie im Ernstfall brauchen. Aber wie das so ist, das hat man nie im Griff. Und insofern muss man immer vorbereitet sein. Und deshalb müssen natürlich die Ehrenamtlichen auch die Möglichkeit haben, ihre Effizienz zu steigern, ihr Know-how zu steigern, ihre persönliche, eigene Fertigkeiten zu üben und zu stärken, dass es, falls zu dem erhofften, niemals auftretenden Notfall käme, dass wir dann bereit sind. Und damit noch einmal herzlich willkommen hier in Jüterbock im Bereitschaftslager des Deutschen Roten Kreuzes. Herr Zwick, der Katastrophenschutz bzw. die Bereitschaften sind ausschließlich ehrenamtlich und oder professionell oder wie ist es? Nun gut, als Henri Dunant auf das Schlachtfeld kam, da hat er natürlich ehrenamtlich geholfen. Und so ist es eigentlich auch Tradition des Roten Kreuzes. Die Grundlage des Katastrophenschutzes ist das Ehrenamt. Aber durch die Verstädterung unserer Gesellschaft ist natürlich der Staat auch hinterher gewesen und hat den bestimmte Bereiche des Katastrophenschutzes, nämlich den Rettungsdienst, inzwischen weitgehend hauptamtlich organisiert. Und sodass wir also im Katastrophenbereich Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter haben.
Aber das hat mit der Professionalität gar keinen Unterschied. Wir haben ehrenamtliche Rettungsassistenten oder Rettungssanitäter, die also die Vollausbildung haben, auch die gleiche Ausbildung, die dann eben in der Rettungswache voll das als Beruf machen. Aber eben diese Kameradinnen und Kameraden wollen das einfach ehrenamtlich, wollen das in ihrer Freizeit machen und wir geben ihnen die Möglichkeit dazu und sind natürlich auch glücklich darüber, dass sie es machen und auch sehr stolz darauf, dass wir mit dieser Professionalität eben dem Menschen dann bei der Katastrophe tatsächlich die Hilfe geben können, die er auch notwendig braucht. Alles klar, herzlichen Dank, Herr Zwick. Und wir kommen damit zu unserem dritten Bericht. Im Freibad in Jüterbock ist es schon seit vielen Jahren eine Tradition, das Neujahrsbaden des DRK. Und auch in diesem Jahr kamen viele Gäste und insgesamt 8 Mutige ins Freibad, um ins kalte Wasser zu springen oder zumindest um dabei zuzusehen. Ich freue mich jedenfalls, dass wir hier in Jüterbock mit unserer Wasserwacht den Menschen zeigen können. Unsere Wasserwächter sind allzeit bereit. Bei jedem Wind, bei jedem Wetter stehen sie Gewehr bei Fuß, um eben Menschenleben retten zu können. Ob es nun heute demonstrativ nur in der Badehose ist oder ansonsten mit Klein- und Großtechnik. Die Wasserwächter, denke ich mal, unseres Kreisverbandes sind wunderbar aufgestellt und sind bestens trainiert, sodass also sich niemand in irgendeiner Form Sorgen machen muss. Der ehemalige Bürgermeister Bernd Rüdiger war in jedem Jahr einer der Mutigen, die beim Neujahrsbaden ins kalte Wasser gingen. Und auch sein Amtsnachfolger Arne Rauer übernimmt diese Tradition. Ich wünsche uns einen vergnüglichen Nachmittag. Ich habe die letzten 3 Jahre schon dieses Neujahrsbaden genießen dürfen, auch bis zum Hals im Wasser genießen dürfen. Das werde ich mir auch in diesem Jahr wieder antun. Und ich sage mal, das ist eine schöne Erfrischung zum Jahresbeginn. Nochmal die Einladung, wer Lust hat, kann gerne mitmachen. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass so viele Menschen, ob jung oder älter, immer weiterhin zur Wasserwacht finden. Wir brauchen auch neue Mitglieder, wir brauchen auch neue, die Aufgaben übernehmen. Denn leider wird unsere Situation oder unsere Gegend trotz der großen Bemühungen auch von Seiten der Politik nicht sicherer. Immer mehr Seen sind nicht abgesichert, immer mehr Seen werden sich selbst überlassen und da muss eben dann auch ein Verband wie das Rote Kreuz mit seinen Wasserwächlern zur Verfügung stehen, um eben Gefahren abwehren zu können. Ja, und damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Sozialmagazins angelangt. Eine Frage habe ich aber noch, Herr Puttlitz. Wie ist das, wenn man mitmachen möchte in den Bereitschaften im Katastrophenschutz? Sie haben ja schon ein bisschen beschrieben, was so an Aufgaben ansteht. Das hört sich so an, als wenn man dann eigentlich ja, gar kein Freizeitleben mehr hat. Doch, natürlich hat man noch ein Freizeitleben. Also wer bei uns mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Es kann jeder bei uns kommen, ob Männlein, ob Weiblein. Das ist ganz egal. Wie gesagt, bei uns ist das Problem, man kann erst ab 16 Mitglied werden im Katastrophenschutz, ab 18. Aber nach oben ist keine Grenze. Und es ist eine Freizeitbeschäftigung. Für manch einen ist es eine Freizeitbeschäftigung, die den ganzen Tag dauert. Einer macht mehr, einer macht weniger. Aber wir müssen immer dran denken, die Leute gehen auch arbeiten. Aber ansonsten ist es freiwillig und jeder kann kommen, der möchte. Spielt denn der Bundesfreiwilligendienst bei Ihnen eine Rolle im Bereich? Leider nicht. Wir würden uns gerne freuen, wenn die Bundesfreiwilligen auch zu uns kommen. Aber leider haben wir das Glück nicht. Herzlichen Dank, Herr Puttitz, und viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit. Danke. Und herzlichen Dank auch an Sie, Herr Zwick. Das war's schon wieder mit dem DRK Sozialmagazin. Wir sehen uns wieder, so Sie mögen, zur nächsten Ausgabe. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.